Grüß Gott, Herr Dr. Glisea, schön, dass wir wieder bei Ihnen zum Gesundheitstalk zu Besuch sein dürfen. Der Start von ELGA, der persönlichen elektronischen Gesundheitsakte, wurde jetzt nochmals um ein Jahr verschoben. Warum ist das eigentlich so? Und ist es die Ärzteschaft, die ELGA überwiegend ablehnt? Ja, teilweise. Nur Schuld ist ein sehr hartes Wort. Wir sind froh, wir Ärzte, dass wir endlich die Politiker, Datenschützer, Technokraten, Bürokraten überzeugen konnten, dass diese ELGA eigentlich ein Rohrkrepierer wird. Sollten jetzt nicht alle Player im System ELGA, wo jeder Arzt und jeder Patient rund um die Uhr Zugriff auf alle medizinischen Daten hat, alles unternehmen, um sie so rasch als möglich anlaufen zu lassen? Ja, natürlich. Aber im Moment ist noch zu vieles ungeklärt. Und Sie haben mir soeben ein Beispiel geliefert, dass die Bevölkerung noch viel zu wenig aufgeklärt ist. Es werden nicht alle Daten gespeichert, sondern nur einzelne Befunde. Aha, interessant. Also zuerst ist nur geplant, Röntgen- und Laborbefunde einzuspeichern, später dann in vielen Jahren auch andere Befunde. Also wenn man weiß, dass es systembedingt unzählige falsch-negative Befunde gibt, so bringen diese in ELGA überhaupt nichts. Man kann sich aber jetzt von ELGA abmelden, oder? Ja, natürlich. Nur ELGA ist hauptsächlich interessant für ältere, polymorbide, also Leute mit Krankheiten. Nur diese, für denen ist es zu kompliziert, sich von ELGA abzumelden, sei es online oder auch schriftlich. Andererseits, warum sollte ich mich von ELGA abmelden? ELGA kann ja im Notfall Leben retten. Ja, aber dass ich da nicht lache. Das ist wiederum so ein Mythos, mit dem man versucht wird, den Menschen ELGA schmackhaft zu machen. Normalerweise wird in der Medizin ein Patient behandelt und nicht ein Symptom. Umgekehrt in der Notfallmedizin wird ein Symptom behandelt, da geht es oft um Sekunden, um den Menschen zu retten. Und da einen Blick in ELGA zu machen, kann viel zu viel Zeit kosten und bringt überhaupt nichts in der Notfallmedizin. Sehr interessant, aber ein Vorteil ist doch, dass zukünftig der Patient seine Befunde zu Hause am PC einsehen kann. Bisher musste er zum Arzt gehen, musste sich die ausdrucken lassen und konnte sie dann in einen Ordner ablegen. Okay, das stimmt natürlich so. Aber der Patient, dem hat der Befund kaum was gesagt. Er hat mit dem Arzt gesprochen, hat sich ein paar Notizen dazu gemacht und erst so hat er gewusst, was mit seinem Befund los ist. In ELGA ist es so, der Patient kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, so oft es ihm lustet, Befunde löschen, sperren lassen, wieder am Entsperren. Dies für einen einzelnen Arzt, für Arztgruppen, für einzelne Befunde, für alle Befunde. Und da liegt das große Problem dabei. Ein Arzt weiß dann zum Beispiel nicht, dass am Vortag bereits ein Befund gemacht wurde, weil der gesperrt ist, veranlasst diese Befundung noch einmal, dann kommt sehr oft im Worten nicht genau ident dasselbe raus, obwohl dieselbe Diagnose kommt. Der Patient ist verunsichert und noch dazu, wer trägt die Kosten für diese Doppelbefundung, nachdem man ja mit ELGA anpreist, man will Geld für Doppelbefundung sparen. Medikamentenallergien können tödlich verlaufen. Wenn diese jetzt in ELGA gespeichert sind, dürften die eigentlich nicht mehr auftreten. Wissen Sie, wer die meisten Allergien diagnostiziert? Nein, weiß ich nicht. Wer? Das sind die praktischen Ärzte, die Hausärzte. Und praktische Ärzte werden nie, und das ist nicht geplant, Daten in ELGA zu speichern, in ELGA zu stellen. Sie sind eigentlich nur berechtigt, Daten, Befunde aus ELGA abzuziehen. Das heißt, die meisten Allergien sind dann gar nicht in ELGA gespeichert. Das heißt eigentlich, der Patient muss wiederum einen papierenen Allergieausweis mit sich tragen. Heute sind viele Leute mobiler als vor 30 Jahren. Geboren wird man in der Stadt A, leben tut man in der Stadt B, zur Arbeit geht man in die Stadt C. Aus beruflichen Gründen oder auch aus privaten Gründen wechselt man immer wieder den Wohnort. Also werden bei unzähligen Ärzten und Krankenhäusern Befunde erhoben und später mal in ELGA gestellt. Da kann man doch relativ leicht diese Befunde vergleichen, oder nicht? Das wäre ja das Ziel, schön wäre es. Nur das Problem ist, dass es für einen und denselben medizinischen Fachausdruck unterschiedliche Bezeichnungen und Abkürzungen gibt. Also zum Beispiel für rote Blutkörperchen kann man RBC sagen, man kann R dazu sagen, man kann Erythrozyten dazu sagen und es gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Genauso auch für die Dokumentation von Befunden, zum Beispiel für einen Herzultraschallbefund, die sind nicht standardisiert.
Das heißt, beim einen steht zuerst die Herzklappen und später dann, wie der Herzmuskel aussieht und umgekehrt. Also das ist nicht standardisiert. Und das wäre ungefähr so, wie wenn ein Burgenländer und ein Vorarlberger sich im Dialekt unterhalten, sie werden untereinander kein einziges Wort verstehen. Und bis jetzt diese Standardisierung österreichweit eingeführt ist, das wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang dauern. Welche juristischen Probleme gibt es denn da? Also es gibt unzählige juristische Probleme. Die zwei wichtigsten möchte ich erwähnen. Das erste ist, dass der Patient Befunde ausblenden kann, wann und wie oft er will. Und das zweite ist, wenn jetzt wirklich Befunde von einem älteren Patienten, die vielleicht 60, 70 Seiten umfassen, muss jetzt der Arzt alle diese Befunde lesen, bevor er den Patienten behandelt. Sollte das erforderlich sein, kann der Arzt nicht mehr 30 bis 50 Patienten pro Tag behandeln, sondern vielleicht 2 bis 5. Wer zahlt das? Die Kosten müsste der Patient übernehmen. Also das heißt, eine medizinische Behandlung würde ums Zehnfache ansteigen. Wer kann sich das leisten? Wer soll das finanzieren? Auch diese Frage ist ungeklärt. Reicht es, wenn der Patient sagt, bitte lesen Sie sich nur die Befunde der letzten 2, 3 Tage, 2 Wochen durch? Reicht das juristisch? Alles das ist bis jetzt noch nicht geklärt. Gut, jetzt versteht man einen guten Teil der Bedenken der Ärzteschaft. Letztes Stichwort für mich, die Datensicherheit. Eingangs möchte ich erwähnen, dass das Ärztegeheimnis so extrem streng ist, dass man eigentlich einen Patienten neben anderen nicht einmal per Namen ansprechen darf. Das lernt man heute in jedem Seminar. Aber im Gegensatz dazu können heikle medizinische Daten sehr leicht in andere Hände fallen. Das ist allgemein bekannt, spielt aber angeblich überhaupt keine Rolle. Und wo ist jetzt das Problem? Wissen Sie, wie viel medizinische Daten wert sind? Unsummen. Und also gibt es sicher genug Leute, die versuchen, auf halb legale oder illegale Weise an diese Daten heranzukommen. Haben Sie da einen Gegenvorschlag? Ja, eigentlich einen ganz einfachen. Jeder Patient lässt seine medizinischen Daten passwortgeschützt sich auf einen USB-Stick laden und trägt ihn immer bei sich. Meine abschließende Frage an Sie. Haben Sie sich persönlich von ELGA abgemeldet? Selbstverständlich ja. Wenn man weiß, worum es dabei geht, und ich hatte aus Zeitgründen heute nur einige markante Daten erwähnen können, ja, so bleibt einem nichts anderes übrig, als sich von ELGA abzumelden. Dann bedanke ich mich wie immer für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gerne.